Und damit herzlich willkommen. Wir sind schon mal in-game, so wie wir hier außerdem. Together, der Noss ist auch dabei. Ich lasse ihn jetzt reden. Moin! Und wir sind ein bisschen verwirrt. Also ich bin verwirrt, weil ich bin an der richtigen Stelle. Dann öffne ich mal das Ding, ne? Ich habe keine Ahnung, ich stehe am Eingang. Also ja, da wo letztes Mal wir aufgehört haben. Ja, meine Tür ist zu. Also, ja, dann muss ich vielleicht irgendwas wieder machen. Nein. All I need now, huh? Ah, you did it. Listen, the purpose of this tower was to create what's called a soul stone. Now I need you to find all Kannst the pieces. Überspringen. One of them is in here, in the greenhouse. Find it. Once you're done, come find me in the High Alchemist's quarters. Good luck. Ich verstehe mal gut, Ich war eben nur in der falschen Tür, lol. Genau, mit der Cutscene war das, glaube ich, dass bei dir was passiert, ne? Ja, der NPC, der hat mit mir gequatscht, dass da hier irgendein Seelenstein hergestellt werden soll und hier einer der Sachen ist hier drinne, also in diesem komischen Gebäude, wo, also in diesem Bereich, wo wir jetzt sind. Ah, okay. Bei mir war wieder ein Gespräch zwischen Vater und Tochter. Die Tochter klagt den Vater an und sagt, hier von wegen dein Stolz hat es sein getrieben, beide wollen uns verraten. Okay. Ja, okay. Ja, gut. Also ja, ich weiß immer noch nicht. Also bei mir leuchtet hier. Also ich habe hier drei Fässer. Blau, Rot und Grün. Und, ne, das hatten wir schon alles geklärt. Das Problem ist, wir haben immer noch keine Ahnung, wie wir das lösen, ne? Ja, also machen wir erstmal andersrum, weil, also es hat anscheinend von vorne angefangen. Ja, kein Thema. Ich muss jetzt erstmal hier vier Rohre sammeln und die entsprechend einsetzen. Deswegen gibt es einen Moment. Ja, aber Frage ist, muss ich einen Graden versetzen. So, dann fließt der hier durch. Okay, das war der hier. Das heißt, der kommt hier rein. Hier unten läuft das lang. Das heißt, ich muss hier rein theoretisch das machen. Das läuft der hier rein und dann kommt der so rein. Heißt, er hätte es. Hätten wir alle Dinger. Aber ich habe immer noch ein Rohr mehr. Ach so. Was kommt aus 5? Gut, wunderbar. Ich habe drei Stellen, an denen ich Rohre einsetzen kann. Ich habe aber vier Rohre in unterschiedlichen Ausrichtungen, also Dreierverbindung, Viererverbindung, Einserverbindung und weiter und so fort. Jetzt müssen wir wahrscheinlich von links nach rechts wieder irgendwas machen, dass irgendwas losgeht. Also ich habe hier drei Fässer, die sind leer gepumpt, die haben aber so einen Rest, sagen wir mal Restprozent drin, dass du die Farbe erkennen kannst. So, ich habe hier zwei Schalter, einmal gelb und einmal blau, was grün ergibt. Logisch. Ja. Und ich habe drei Plätze, wo ich Rohre einsetzen kann. Vier Rohre. Einmal ein gerades Stück, einmal ein T-Stück und zweimal, ja, ich sag mal L. Ja, L.
Und ich habe hier mehrere Rohre, die kommen aus Decke, aus dem Boden, wo auch immer. Wir haben da unten Zahlen dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich habe auch Rohre. 1, 2, 3, 4. Ich kann mit meinen Rohren... Oh, jetzt ist hier gerade alles blau geworden. Ich kann mit meinen Rohren mehrere Sachen verbinden. Also vielleicht noch kurz zur Erklärung. Bei mir ist es so, dass Rohr 1 und Rohr 2 an der Stelle bei mir ankommen und dann auf Rohr 3 zusammenlaufen. Bei mir ist es so, dass Rohr 1 auf Rohr auf in Verbindung zu Rohr 5 geht. Genauso wie Rohr unbekannt. Dann habe ich ein Zwischenstück von 2, das dann mündet in 3 und ja, zu dem Verbindung zu 5. Und 6 und 7 ist komplett klar. Die gehen direkt in die Fässer. Das ist ein Kopfbrecher. So, dann bräuchten wir jetzt nur irgendwie mal eine Anleitung, auf was wir denn eigentlich kommen müssen. Wie gesagt, ich habe hier 3 Fässer und darüber ist eine Anzeige. Und die Fässer haben jeweils eine Anzeige mit 3 verschiedenen Farben. Blau, Gelb und Grün. Und was ergibt Gelb und Blau zusammen? Grün, richtig. Gut, das heißt also, wenn ich 1 und 2 zusammenlaufen lasse und auf 3 das Ergebnis rauspumpe, dann müsste es bei dir dann auf Rohr 3 ankommen, richtig? Versuch mal. Ach warte, ich musste die Farbe geben, warte. Meins ist nämlich die Schalter, die blau und gelb, das war ich. So, was hast du da jetzt? Also bei mir kommt jetzt auf Rohr 1 und 2 grünern. Kannst du das irgendwie weiter verbinden auf 7 insgesamt? Also bis Rohr 7? Nein, bei mir auf Rohr 7 kommt an Rohr 4 und Rohr 5 gibt für mich den Eingang auf die 7. Welche nochmal? Welche 4 und? 4 und 5. Beziehungsweise kleine Korrektur, 4 und 5 zwangsläufig, was auf 7 kommt, und ich habe die Möglichkeit, die 6 zusätzlich noch mit einfließen zu lassen. Lass mich mal ganz kurz drüber nachdenken. Kannst du das auf 3 münden? Sorry, da bin ich jetzt gerade auf die Taste gekommen. Kann ich bitte was? Auf 3? Kannst du das auf 3 setzen? Auf 3 setzen? Nee, 3 ist bei mir die Kombination aus 1 und 2. Also bei mir kommen Rohre aus dem Boden. Die 1 kommt hoch, die 2 kommt hoch und die werden dann über Rohre wieder zusammengebunden und gehen mit der 3 nach unten wieder raus.
Aber pass auf, ich drehe mal bei mir einmal was. Ich möchte sehen, was bei dir passiert. Was passiert jetzt? Bei mir ist alles immer noch grün. Okay, noch eine kleine Korrektur. Bei mir kommt aus der Wand ein Rohr. Ich kann einen Schalter anmachen und dann kommt da rot raus. Oh, Korrektur. Meinst du es nicht gelb, sondern orange? Und lila ist das. Okay. Mach mal rot an. Ja, Moment, dafür muss ich jetzt einmal ganz kurz was anderes machen, weil ich habe jetzt das Problem, dass das Rot nicht verbunden ist. Warte, gib mir einen ganzen Moment. Also bei mir ist diese Anzeige über die drei Fässern gerade von grün auf fast rot gesprungen, also eher orange, Ende orange Richtung rot. Okay, warte mal kurz. Also ich muss jetzt einmal erstmal kurz überlegen, was ich hier eigentlich mache. Bisschen Druck ans Raum. Sorry, der Anfang kam nicht an, bitte? Ist eine Druckanzeige. Die geht gerade wieder runter. Okay, also jetzt erstmal langsam. Ich mache jetzt erstmal rot an. Moment. Ah, okay. Bei mir kam jetzt rot durch das Rohr bei 1 und verbindet sich gleich mit blau. Also könnte ich verbinden auch lila. Okay, warte ganz kurz. Jetzt ist bei mir alles lila. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist rot wieder, genau. So, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ich kann verbinden. So, ich habe jetzt an der Stelle rot, was auf die 3 rausläuft. Das macht keinen Sinn. Also bei mir kommt auf 1 und 2 was an. Ich könnte jetzt an der Stelle... Könnte ich auch... Okay, also ich habe jetzt an der Stelle alles auf lila gestellt. Das heißt, bei mir kommt über die rot an. Ich habe jetzt an der Stelle blau über die 2 mit dazugegeben. Und dementsprechend komme ich dann auf lila, was insgesamt in die 3 runterläuft, aber es ändert sich insgesamt. Also ich habe von 1 über 2 bis zu 3 habe ich jetzt komplett lila. Warte mal ganz kurz, die Druckanzeige geht hoch, aber sie geht nicht hoch genug. Ich muss mehr Druck erzeugen. Und 5 ist jetzt gerade weg. Ich lasse 4 und 5 zusammenlaufen und komme dann auf der 7 raus. Der 7? Ja, bei mir ist es ja so, dass die 1 und 2 bei mir rauskommen, beziehungsweise ich habe vorne diesen, das kommt zusammen. Ich lasse sowohl 1 und 2 zusammenlaufen und gebe es auf der 3 raus. Dann kommt bei mir 4 und 5 aus dem Boden, das kommt zusammen auf ein Rohr. Läuft dann wieder auf so ein Verbindungsstück und wird dann im Prinzip wieder geteilt auf 6 und 7. Ich habe aber ein Verbindungsrohr, was nur ein Rohr mit einem anderen verbindet. Also ich kriege nur eine Verbindung hin, ich kann nicht 6 und 7 gleichzeitig laufen lassen. Das habe ich jetzt